1500 Zuschauer im Linzer Stadion, die Mödlinger von rechts nach links, der erste gefährliche Angriff, Wurz auf Wachter und Lastorhüter Schickelgruber. Die Mödlinger überraschend ohne Brankovic von Beginn an, erst nur Ersatz, hier Kegelwitz eine Chance für den Lask, bei den Linzern fehlt Dantlinger wegen der vierten gelben Karte und Braas ist verletzt. Wiederum Mödling, Rümkow setzt sich hier gegen Katalia durch, auch gegen Huja. Vorbei auch an Enzneben und 1:0 in der 23. Spielminute. Die Laskabwehr hier nicht im Bilde. Rümkow mit dem Außenriss ins lange Eck. 1:0 für Mödling. Aber der Lask kontert über Kegelwitz zu Grüneis mit der Nummer 4. Lipper. Ballglück für Grüneis. Und nur die Stange. Nachschuss von Kegelwitz und Tor. Das 1:1 der Ausgleich nur 2 Minuten später in der 25. Minute. Wiederum der Lask. Jetzt rollende Angriffe der Linzer. Spitzer. Lipa. Heiligenwert kurz ab. Focic. Es bleibt aber beim Pausenstand von 1:1. Nach der Pause ein Spiel auf einer schiefen Ebene. Lask-Chance in Hülle und Fülle. Hier Kegelwitz. Kegelwitz kassiert in diesem Spiel wegen Kritisierens die vierte gelbe Karte. Er fehlt im letzten Match dem Lask. Hochmeier. Spitzer, Lutsch. Nach wie vor aber 1:1 der Spielstand. Im unbedingt gewinnen müssen zeigen eben die Lask-Spieler Nerven gegen eine defensive Mödling-Mannschaft. Pech und Unvermögen. Hier Spitzer vorbei an Zissa. Katalia, es bleibt beim 1:1. Ich glaube, ich habe noch eine Mini-Chance. Aber muss man spielen. Ich will sagen, es muss man spielen in Graz. Die 2 Punkte gegen AK. Und das hier Stalins gewinnen. Sturm, das ist mit viel Glück. Und dann sicher Lask bleiben und aufsteigen. Hier haben wir die Ergebnisse. Lask gegen Mödling 1:1, Sturm gegen Leoben 2:1, Ried GAK 3:2, da führte Ried schon mit 3:1. Und Favoriten AC gegen Stahl Linz 1:0 in der Tabelle. Mödling ist klar. Und wer steigt neben Mödling auf? Sturm Graz, Lask oder der GAK?